Es ist der 18. September 2019. Ein Tag, auf den sich Keely Bunker schon lange freut. Sie feiert ihren Geburtstag und für ihren 20. hat sie sich etwas ganz Besonderes vorgenommen. Sie hat Konzerttickets für ihren Lieblingsrapper. Im Anschluss will Keely noch mit Freundinnen und Freunden in einem Club feiern gehen. Ein Geburtstag, der für sie unvergesslich werden soll. Doch sie weiß nicht, dass es ihr letzter sein wird. Der Geburtstag. Am 16. September öffnet Keely ihre Twitter-Timeline. Aufgeregt und voller Vorfreude tippt sie: Das Einzige, was mich am Laufen hält, ist, dass ich Age am Mittwoch sehe. Hoffentlich entdeckt er mich und wir werden heiraten. Jeder soll wissen, wie stolz sie ist, dass sie Tickets für den britischen Rapper Age und sein ausverkauftes Konzert in Birmingham hat. Keely ist erst vor wenigen Tagen 20 geworden und das neue Lebensjahr ist für sie auch symbolisch der Beginn eines neuen Lebensabschnittes. Neben ihrem Studium jobbt Keely in einer Bar. Ein Tag nach dem Konzert steht für sie allerdings ein wichtiges Vorstellungsgespräch als Assistenzlehrerin an. Das hält Keely aber nicht davon ab, ihren 20. Geburtstag ausgelassen zu feiern. Am 18. September 2019 machen sie und ihre Freundin Monique sich fürs Konzert und die anschließende Party fertig und fahren zusammen aus ihrer Heimatstadt Tamworth ins nahegelegene Birmingham. Nach dem Konzert wollen Keely und Monique noch nicht nach Hause. Sie sind in einem Club mit Freunden und Freundinnen der 20-Jährigen verabredet, wo sie trinken, tanzen und feiern. Um kurz vor 4 Uhr will Keely schließlich aufbrechen. Am nächsten Tag steht das wichtige Bewerbungsgespräch an, wofür sie noch ein wenig schlafen will. Zusammen mit Monique und ihrem besten Freund aus Kindheitstagen, Wesley Street, teilt sie sich ein Taxi. Wesley kommt ebenfalls wie Keely aus Tamworth und ist für ihren Geburtstag eine halbe Stunde mit dem Zug zum Club nach Birmingham gefahren. Die Geburtstagsfeier von Keely wollte er auf keinen Fall verpassen. Schließlich sind die beiden befreundet, seitdem sie zusammen in der Grundschule waren. Gegen 4 Uhr kommt das Taxi bei Monique an, die ihrer Freundin noch anbietet, bei ihr zu schlafen. Doch Keely will in ihr eigenes Bett und sich für das Vorstellungsgespräch vorbereiten. Außerdem wohnt Wesley nur ein paar Häuser weiter und kann sie auf ihrem Heimweg begleiten. Mit den Worten »Ich hab Wes, er bringt mich nach Hause« verabschiedet sich Keely von ihrer Freundin, die nicht ahnt, dass dieser Abschied für immer ist. Das Verschwinden. Am nächsten Tag kommt keine aufgeregte Keely zum Vorstellungsgespräch. Die 20-Jährige, die sonst immer erreichbar ist, geht nicht an ihr Handy. Sie antwortet keinem der besorgten Anrufe ihres Freundeskreises oder ihrer Familie. Nachrichten gehen nicht durch und niemand öffnet die Tür bei ihr zu Hause. Um 17.30 Uhr am 19. September 2019 meldet Keelys Vater die 20-Jährige deshalb als vermisst. Wesley, der sie als letztes in der Nacht zuvor gesehen hat, gerät sofort in den Kreis der Verdächtigen und wird befragt. Er sagt allerdings aus, dass Keely und er gar nicht zusammen nach Hause gegangen seien. An einer Telefonzelle in der Nähe ihres Zuhauses haben sich ihre Wege getrennt. Zusammen mit der Polizei soll er die Strecke abfahren. Aber Wesley ist sich nicht mehr sicher, welchen Weg die beiden gegangen sein sollen, da er im Club viel Alkohol getrunken hatte. Doch auch sonst scheint Wesley wenig besorgt über das Verschwinden seiner Freundin zu sein und zeigt sich wenig kooperativ der Polizei gegenüber. Als sie sein Handy untersuchen wollen, um genau nachverfolgen zu können, welchen Weg die beiden in der Nacht gegangen sind, weigert sich Wesley sogar, sein Handy herauszugeben. No one's blaming you. You said when I was at the house that all I needed to do was speak to the officer, and then I can go and look for Keely, and then you take my phone off. But as my colleague said, at the minute, you know, there's a lot of people involved in what's happening, of which we're PCs, and there are people a lot higher up than us who are making decisions. Yeah. And, now. When you say you're going to take my phone, now I feel like you're blaming me. No, we haven't once. Während die Polizei mit Wesley durch die Straßen fährt, ist Keelys Familie mit Suchtrupps unterwegs in ganz Tamworth,
um nach der verschwundenen 20-Jährigen zu suchen. Es dauert nicht lange, bis ihr Onkel im Wigginton Park plötzlich schreiend zusammenbricht. Ein Schrei, den die anderen später als das schmerzerfüllteste und schlimmste, was sie jemals hören mussten, beschreiben. Die tote Keely liegt halb im Teich des Parks. Ihr roter Rock, den sie zum Feiern anhatte, und ihre Unterwäsche sind bis zum Knöchel runtergezogen. Die Obduktion offenbart, welchen schrecklichen Qualen Keely in ihren letzten Minuten ausgesetzt war. Sie wurde vergewaltigt und erwürgt. Sofort rückt ein Mensch in den Mittelpunkt der Ermittlung. Derjenige, der sie sicher nach Hause bringen sollte und dem sie vertraut hat. Wesley Street. Doch Wesley bestreitet sämtliche Schuld am Tod seiner Kindheitsfreundin. Insgesamt präsentiert er vor seinem Gerichtsprozess 4 verschiedene Szenarien, was sich in der Mordnacht ereignet hätte. Die belastenden Indizien gegen ihn sind allerdings erdrückend und lassen der Staatsanwaltschaft und Polizei keine Zweifel daran, dass Wesley lügt. An Keelys Leiche finden sich DNA-Spuren von Wesley und unveröffentlichte Überwachungsaufnahmen bringen schließlich die Aussage des 19-Jährigen zu Fall. Die Wege von Keely und Wesley haben sich nicht an der Telefonzelle getrennt, sondern es existieren Aufnahmen, wie die beiden in den Park gehen und Keely panisch versucht zu flüchten. Ohne Erfolg. Die Suche nach der Wahrheit. Keely Bunkers Tod versetzt ihre Heimat Tamworth in Schockstarre. Eine junge Frau, die so vieles in ihrem Leben vorhatte, ist nun nicht mehr unter ihnen. Brutal ermordet nach ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Tausende Menschen zollen Keely und ihrer Familie bei ihrer Beisetzung die letzte Ehre und verabschieden sich am Straßenrand, als ihr weißer Sarg mit einer Kutsche durch die Stadt gefahren wird. Ganz Tamworth ist an diesen Tagen in Rosa gehüllt, Keelys Lieblingsfarbe. An den Laternen, in den Läden und sämtlichen öffentlichen Einrichtungen hängen rosa Schleifen. Lokale Unternehmen, Restaurants, Bars, Schulen und sogar die örtliche Straßenreinigung posten auf Social Media ihre Anteilnahme unter dem Hashtag Pretty Pink for Keely Bunker mit rosa Schleifen. Im Oktober 2020 beginnt der Prozess, bei dem ihre Eltern und ihr Freundeskreis endlich Antworten auf die quälende Frage wollen, warum Keely sterben musste. Doch zu Prozessbeginn ändert Wesley erneut seine Geschichte und präsentiert nun eine völlig neue Version. Er habe Keely nicht absichtlich ermordet, sondern versehentlich. Denn angeblich seien die beiden in den Park gegangen, um Sex zu haben. Aus Angst habe er seine Tat verschwiegen und nach dem Mord alles daran gesetzt, dass er nicht verdächtigt wird. Auf die Frage, warum er bei seiner ersten Vernehmung gelogen hatte, antwortet er: Ich wusste nicht, wie ich mich verhalten oder es anderen Menschen erklären soll, wie sie starb. Ich schämte mich und hatte Angst, es der Polizei zu sagen. Allen zu sagen. Meiner Mutter, meinem Vater, jedem. Angeblich hätte Keely ihn nach der Partynacht angeflirtet und spielerisch geneckt. Danach hätten sie sich geküsst, was in Sex geendet sei. Alles im Einvernehmen der 20-Jährigen. Die Überwachungsaufnahmen hätten Keely außerdem nicht gezeigt, wie sie versucht habe, panisch zu fliehen, sondern es wären nur harmlose Neckereien gewesen. Beim Sex hätte er seinen Arm auf Keelys Hals gestützt, wobei sie gestorben wäre. Ein tragischer Unfall. Nur aus Angst habe er dann ihre Leiche in den Teich gelegt, um sie zu verstecken. Doch weder ihre Familie noch die Staatsanwaltschaft kaufen ihm diese Geschichte ab. Es dauert Minuten, bis jemand erwürgt ist. Es geschieht nicht aus Versehen, nebenbei, wenn man sich kurz ungünstig abstützt. Es ist ein Todeskampf, der lange geht und nicht unbemerkt bleibt. An der Leiche von Keely werden bei der Obduktion außerdem Kratzer und Abwehrspuren gefunden. Sie hat sich gegen ihren Angreifer gewehrt. Doch die zierliche und nur 1,50 Meter große Keely hatte keine Chance gegen den Mann, dem sie eigentlich vertraut hat. Außerdem hat Wesley nach dem Mord keineswegs aufgelöst oder verzweifelt gewirkt, der nicht wissen würde, wie er die Tat der Polizei beichten kann. Ganz im Gegenteil. Nachdem er die 20-Jährige brutal im Park vergewaltigt und getötet hat, ging er nach Hause und schlief. Bei den späteren Ermittlungen mit der Polizei wirkte er keineswegs besorgt, sondern weigerte sich sogar, ihnen sein Handy zu geben. Auch ihre Familie und ihr Freundeskreis dementieren die Version, die Wesley Street vor Gericht aussagt. Keely hatte nie Interesse an ihrem ehemaligen Schulfreund, den sie seit der Kindheit kannte. Sie hatte ihn immer nur als Kumpel gesehen. Mehr nicht.
Ganz anders ist es jedoch bei Wesley, der öfters Anzeichen gezeigt hatte, dass er mehr von Keely wollte. Genau das scheint ihr zum Verhängnis geworden zu sein. Ein Femizid, weil Keelys Mörder ein Nein nicht akzeptieren wollte. Doch es war nicht das erste Mal, dass Wesley solches Verhalten zeigte. Keelys Mord ist der traurige Höhepunkt von Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffen, die erst nach dem Tod der 20-Jährigen ans Licht kommen. Zahlreiche Frauen melden sich plötzlich bei der Polizei. Es sind Freundinnen und lose Bekanntschaften von Wesley Street, denen er übergriffiges Verhalten gezeigt oder die er sogar vergewaltigt hat. Aus Scham und Angst, dass ihnen niemand glaubt, haben sie die Übergriffe vorher nicht zur Anzeige gebracht. Am 7. August 2020 wird Wesley Street zu mindestens 30 Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich wird er wegen 2 Vergewaltigungen und 3 sexuellen Übergriffen für schuldig befunden. Keelys Familie und ihren Freundeskreis hat der Verlust der warmherzigen, fröhlichen, jungen Frau in ein tiefes Loch gestürzt. Sie sind erschüttert, dass jemand, der sie seit ihrer Kindheit kannte und dem sie blind vertraut hatte, alle so täuschen konnte. Niemand wusste etwas von den Übergriffen auf die anderen Frauen. Und auch Monique, mit der sie beim Konzert und Feiern war, hätte es niemals erwartet, dass sie ihre Freundin in größte Gefahr bringt, wenn sie sie allein mit Wesley lässt. Auch Monate nach dem Tod von Keely kann ihr Umfeld nicht begreifen, was passiert ist. Ihr bester Freund Gabriel postet auf Facebook: "Ich kann es nicht fassen, dass mir meine beste Freundin genommen wurde. Sie war umwerfend, hatte ein Herz aus Gold und niemand wird je an sie rankommen. Ich werde weiter jeden Abend mit dir reden, dir von meinem Tag erzählen und dich um Rat fragen. Es tut mir so leid, dass ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir einfach so leid. Du warst meine einzige beste Freundin, die ich je hatte, und niemand könnte dich jemals ersetzen. Erst neulich habe ich dir gesagt, wie viel du mir bedeutest, und ich kann es einfach nicht glauben, dass das passiert ist. Keine Worte können beschreiben, wie großartig du warst. Du wirst für immer bei mir sein. Wenn ich mein erstes Haus baue und eine Familie gründe, wirst du immer an meiner Seite sein. Wir haben so viel zusammen durchgemacht und uns gegenseitig gestärkt. Ich kann einfach nicht glauben, dass du nicht mehr hier bist und ich mich nicht verabschieden konnte. Du warst wunderschön, klug und eine wundervolle Freundin. Du wirst immer bei mir sein. Ich liebe dich so sehr, Keely. Ich vermisse dich so sehr." Auch in ihrer Heimat Tamworth wird der Tod von Keely nie in Vergessenheit geraten. Knapp ein Jahr nach dem Mord versammeln sich Dutzende Menschen an ihrem Grab. Sie weinen, legen Blumen nieder und liegen sich in den Armen. Aber sie feiern auch, denn es wäre Keelys 21. Geburtstag gewesen.